Mein Name ist Stefan Bergner, ich bin 43 Jahre alt. Seit 2011 bin ich jetzt bei Dativ. Teamleiter zuerst bis 2016. Dann ist was Einschneidendes passiert, mein Sohn kam zur Welt und dann war ich ein Jahr zu Hause. Mit Herzklopfen bin ich zu meinem Vorgesetzten gegangen. Und der war sich auch unsicher und hat aber gesagt, ich unterstütze dich dabei, wir gehen zusammen zum Hauptabteilungsleiter. Man hat sich mit mir gefreut. Sie haben es einfach unterstützt, indem sie gesagt haben, sie gehen den Weg. Und genau das wurde auch eingehalten. Für mich war meine Rolle im ersten Jahr überhaupt nicht klar. Ich glaube, wir Männer, wir stolpern da relativ naiv rein in die Situation, sind dann mittelschwer entsetzt, was das alles bedeutet. Wir haben mehr Generationen im Haushalt. Also die Mutter von der Lisa lebt bei uns noch im Haushalt und das ist natürlich schon klasse, weil es immer Phasen im Leben gibt, wo die eine Generation die andere unterstützt. Die Oma findet es natürlich toll, mit dem Enkel jeden Tag verbringen zu können. Klar, die Bindung ist immens. Als ich zurückgekommen bin, wurde ich ernannt und seitdem arbeite ich als Abteilungsleiter in Teilzeit. Und das ist natürlich schon toll. In unserer Situation ist es besser, dass ich jeden Tag arbeiten gehe. Und daraus habe ich aber auch einen Vorteil für die Dativ abgeleitet, dass ich auch jeden Tag Montag bis Freitag bis 12 Uhr da bin. Der Arbeitstag sieht so aus, dass er gut getaktet ist. Vieles bei mir im Büro stattfindet, damit ich einfach Wegstrecke spare. Also ich habe 4 Stellvertreter, 4 Teamleiter. Die machen verdammt viel. Also die übernehmen halt den kompletten Nachmittag. Also wenn da irgendwas ist, wo normalerweise ich drauf reagieren müsste, dann reagiert einer der 4. Die stützen mich da halt. Mein Versprechen war, wenn es einer von euch irgendwann braucht, mache ich es genauso. Wenn ich Mittag nach Hause fahre, sitze ich in der U-Bahn und denke mir, abhaken, Kopf frei kriegen, weil jetzt kommt die Phase, wo ich für den Kleinen da sein werde. Seitdem ich Papa bin, würde ich sagen, hat mich das fürs Berufsleben eher positiv beeinflusst, weil ich gelernt habe, meine Bedürfnisse klarer zu formulieren und meine Ziele.